frei. Also wenn du noch was mitnehmen kannst, nimm immer noch irgendwas mit. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind heute im, was hast du denn ausgesucht? Crafton Farmhouse. Dunkelkammer. So, wir haben folgende übernatürliche Die Zeuge. Messgerätbeweise für das Bewegung. übernatürliche Ruhe. Zeuge Jo. eines Geisters. Stelle die Anwesenheit eines Geisters anhand eines Bewegungssensors fest. Der Geist, jetzt pass auf, wie der heißt. Der Jo. Geist heißt Joe. Joe Craft. Auf Person Geist nur alleine. Okay, Stand auf vorne. Person, Geist nur alleine. Strom ist rein, links, rechts, geradeaus, durch, letzte Ecke. Ja, ich hab gewonnen. Platz da, hier komme ich. Irgendwie spinnt bei mir die Haustür. Wo ist der Stromkasten? Ja, ich gehe schon hin. Joe. Und hier und da. Und siehe da, ich habe einen Strom angemacht. So. Jo. Jo, Jo. jo, jo. Jo, Kraft. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Joe? 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 Gib mir ein Zeichen. Joe? Joe? Wo ist der Joe? Hier ist auch noch ein Raum. So. Wo ist der Joe? Joe, gib mir ein Wo ist diese? Zeichen. Oh. Ja, hi. Hier bin ich drin, raus aus meiner Hood. Joe? Ist auch noch so ein Wandschrank. Mei, oh mei. Was ist das denn? Komisches Kissen hier. Wunderschick. Das sieht aber mega geil aus. Ja, da oben wäre mein Bier oder was. Oh nee. Ja. Bin ja auch schon voll. Dann kann ich kein Bier mehr nehmen. Ach, das. Da sitzt ein kleines Mädchen. Das sieht aus, als wäre dahinter so ein Alien. Also, wenn man jetzt da, wo die Kamera ist, das sieht aus wie so ein Alien-Kopf. Was ist das? Creepy. Kann sagen, so ein Foto von E.T. und. So, ich hab ja. Joe? Hast du gerade eine Tür auf oder zugemacht? Wie komme ich hier wieder raus? Durch die Haustür. Ja, ich muss erst mal wieder finden, wo ich überhaupt lang muss. Joe? Treppe hoch. Hä, Treppe hoch? Ich bin unten. Ja. Ja, aber wo komme ich denn hier raus wieder? Ach, da. Ja, hier war Gott, ist doch. das verwirrend hier. Wo bin ich? Ist der oben oder was? Weiß ich nicht. Ich habe noch nichts gefunden. Ich bin noch. Oh Gott, ich laufe hier gerade von Zimmer zu Zimmer immer hin und her. Jetzt bin ich erst im Flur. So. Oh. Gib mir ein Zeichen. Oben ist oben. Er ist oben im Badezimmer. Licht ist an. 0,4 Grad. Joe? Wir bauen erstmal auf. Der irgendwas angefasst? Bis jetzt nicht. Minus, wir haben Minustemperaturen. Ja, bleib locker, Alter. Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Egal. Egal. So, jetzt gehen wir immer wieder zum Van, wieder Stuff holen.
Das kann aber dauern jetzt. IMF haben wir als Quest, ne? Jo, das ist ja schon mal geil. Können wir das erstmal abarbeiten? Diese Tür. Jo! Joe? Joe? Ich hole mal erstmal ein Kreuz rein. Die Zeit ist schon lange um, wa? Ich hasse diese Farmhäuser. Die sind so mega dunkel, aber ist halt mal was anderes, ne? Okay, ich habe jetzt zwei Kreuze. Ja, wir brauchen noch Kamera und Dots am besten. Ja. Die Tür bewegt sich. Ich komme gleich mit, denn wegen Dings. Was? Was brauchen wir noch? Eine Kamera und den Dots-Projektor. Und Bewegungssensor. Ja, ich habe jetzt. Was? Kamera und Dots. Ich nehme noch mal Ja, Dots. Kamera und Dots. Ich nehme noch mal Dots. Okay. Weil ich die UV-Lampe mitnehmen. Hattest du die nicht eben drinne? Ja, ich hab die mit. Wieso schmeißt du die nicht in den Raum? Weil ich die selber haben will. Ja, die kannst du doch denn immer wieder aufnehmen. Nee, das ist mir zu kompliziert. Hä, hey, aber dann kannst du zwei Sachen mitnehmen. Nein. Aber Fingerabdruck haben wir schon wieder nicht, glaube ich. Wo sollen der Dotz hin? Den mach mal hier so. Auf Okay. die 1, 2, 3, 4, fünfte weiße Kachel von links. Ja, fast, aber ist gut. Hey, Bis ich sehe doch genau. jetzt hier nicht die Kachel. Bis diagonal genau Hallo? einer neben. Richtig doof. Ach, finde ich super. So, jetzt nehmen wir mit rein. Buch fehlt noch. Dann haben wir ja von allem eins erstmal drinnen, ne? Ja, der steht doof auf dem Hocker. Also die Dots. Kamera, die Kamera. Muss die mal ein bisschen umpacken. Haben wir auch außer Gefriertemperatur noch gar nichts. Ist natürlich auch schön. Und Gewitter. Joe, schreib ins Buch. Okay, das müsste besser sein, denke ich. Hast du die UV-Lampe schon wieder mitgenommen? Lass sie doch mal hier, wenn ich mehr drinne bin als du. Ich sehe dich nicht. Joe, schreib ins Buch. Sieht man den ganzen Raum? Denn eigentlich nicht. Außer du hast noch einen Slot frei. Also wenn du noch was mitnehmen kannst, nimm immer noch irgendwas mit. Sie war in der Badewanne und sie ist trotzdem dreckig geblieben. Sie stinkt, ist hässlich und dreckig. Drei Sterne, Geist. Jetzt habe ich die Kamera mitgenommen. Ich bin ein Held. Was denn? Hast du das gesehen gerade da in der Mitte? Ach, hat sie, liegt da das Buch? Ja. Dann hat sie, glaube ich, gerade ins Buch geschrieben. Ja, ich guck mal nach. Hast du mitgekriegt, dass sie baden war? Ja, hast du ja eben gesagt.
Und sie ist trotzdem dreckig. Und sie stinkt. Und sie ist hässlich. Und ich glaube, es ist ein kleines Mädchen. Wieso ist... Ja. Wieso ist es überhaupt ein Mädchen, wenn sie Joe hat? Okay, Joe ist ja Unisex, ne? Joe, rede mit mir! Okay, das heißt, wir haben an Beweisen die Gefriertemperaturen und das Buch. Bis jetzt. Ja, genau. Nur IMF kann ich jetzt nicht kontrollieren. Ich meine UV. Ich matsch den mal hier ran. Die war ja da in der Wanne, ne? Wo ist so weit in der Ecke? Oh cool, ich kann ihn aufs Bild packen. Sie hat die Tür angefasst, sie hat die Tür angefasst, sie hat von der anderen Seite die Tür zugemacht. Sie hat schon wieder die Tür angefasst. Joe, lass das. Hier ist kein Fingerabdruck. IMF2. Joe. Ist nix. Warum machst du denn die Tür zu? Wer sagt, dass ich das war? Lass die Lampe hier. Hier ist noch eine Kamera. Wo soll die hin? Da braucht man ja nicht mehr. Ne, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Kamera hier reingeworfen? Mann, ey! Hier! Danke. Boah, Sehr nett. bitte, bring den Dankeschön. wieder. Oh, liebevoll. Immer wieder nicht gerne. Ja, danke. Cool, ich kann die Kamera auf dem offenen Mülleimer oder Putzeimer platzieren. Danke. Nee, vielleicht ist der auch zu hoch. Sie ist ja ein Kind. Warte mal. Ach so, ja. Macht jetzt Sinn. Sie lacht. Ja, es hat sich aber nicht angehört, als wäre es hier im Raum. Keine Ahnung. Ein Raum. Okay, ein Raum weiter hätte ich sonst gedacht. Wo ist jetzt die UV? Ja, ich habe die UV-Lampe doch schon lange. Das müsstest du doch sehen. Ne, keine Fingerabdrücke. Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch? Welche Geister sind noch drin? Oh Gottes Willen. Hey, gar nichts, hier war eine Fliege. Ja, du hast mich immer trotz Kopfhörer gehört. Du hast Hallus, hast du. Joe? Ja, die haben wir ja nicht. Fingerabdrücke haben wir auf jeden Fall nicht. Dann haben wir noch Morai, Revenant, Shade. Also Geisterbox oder IMF? Der Shade ist während der Jagd ruhig. Der Moray, warte mal, jetzt müssen wir erstmal lesen. Bilden uns weiter. Stärken, je schwächer ihre Rolle, desto stärker werden Moray. Sag das doch früher.
Ja. Ja, entweder IMF oder Geisterbox. Ich wollte gerade lesen, aber dann hast du gesagt, meine Sanity ist bei 8. Also der Moray sind wieder. Moray sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Ja, dann geh weg. In was für eine Art Fluch kann die mich denn versetzen, bitte? Stärken. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moray. Okay. Schwächen. Moray leiden an Hyperosmie, was sie für längere Zeit schwächt. Ah, die sind immer zu Stoßzeiten aktiv. Aktiv, lange Ruhephase, aktiv, Ruhephase. Das würde Sinn ergeben. Und, um an der Energie der Lebenden zu zehren, dass meine Sanity so extrem schnell gefallen ist. Dann wäre es aber die Geisterbox. Die hätten wir doch denn schon gehabt, oder? Was haben wir denn? Haben wir noch irgendeine Quest offen? Nö. Ja, halt, um welchen Geist es sich handelt, ne? Und Orbs haben wir nicht. Pass auf, ich habe ja noch eine Kamera. Die hat es noch gar nicht gesehen. Ja, nice. Bin gerade reingegangen, Anna hat er auch gesagt. Gut, wollen wir oder wollen wir nicht noch den Knochen suchen und vielleicht einen verfluchten Gegenstand finden? Alter, ich habe erst eingekauft, Junge. Ja, ich überlasse das dir jetzt, die Entscheidung. Oh, ich weiß nicht. Man findet das war ja so schlecht. Das stimmt. Dann würde ich sagen, wir fahren erstmal zur Basis. Ja. Okay, ab zur Basis. Habe ich dir erzählt, dass sie klein, hässlich und dreckig war? Boah, Alter, wir haben alle vier Aufgaben. Wir haben Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3, Aufgabe 4 und $20 für Fotos, weil wir kaum welche gemacht haben. Knochenbeweis haben wir nicht gefunden, aber es waren Moray. Lol. Gut, ich verabschiede mich mal alleine von einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, da wollte wohl einer nicht mehr oder so. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.